Sega! Sega und Sonesen! Fällt und zwar verunsichern wir den Hunter, den Hunter, den Hunter. Den Hunter. Jetzt die riesige Chance für Klaas-Jan Hüntela! Klaas-Jan Hüntela! Und Ousmane Dembélé kommt in seinem ersten Derby zum Einsatz. Noch abgelaufen, aber vielleicht kann er sich auf einen starken Linken legen. Ja, die Flanke. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 12. Episode und heute geht es wieder in richtig interessante Spiele. Wir sehen gerade die Torschützenliste. Da ist kein Dortmunder drin. Das liegt auch daran, dass unser Topstürmer ja von Everton kam und Aubameyang mittlerweile weg ist. Aber vielleicht können wir ja zumindest mal ein bisschen wieder an diese Liste anschließen in der heutigen Episode. Ihr habt gerade schon gehört, mein Husten ist immer noch nicht ganz weg. Meine Stimme ist auch noch nicht ganz da. Ich nehme mittlerweile Antibiotika, das heißt, ich bin auch ein bisschen matschig. Aber ich muss ja irgendwie Videos für euch produzieren. Und deswegen geht es natürlich wieder den BVB Karrieremodus heute gegen den FSV Mainz 05 simuliert. Gegen Augsburg simuliert. Gegen Schottland simuliert. Gegen Schweden simuliert. Und gegen Werder Bremen und Schalke nochmal simuliert und gespielt. Wir kommen richtig voran. Einen ganzen Monat sogar in der heutigen Episode. Und dafür könnt ihr auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich tierisch drüber freuen. 1000 Likes habt ihr in den letzten Videos wieder easy gepackt. Wären auch heute dementsprechend wieder richtig, richtig geil. Ihr schafft das, ich bin mir da sicher. Und in der Videobeschreibung sind auch noch Links zu IG Vault. Könnt ihr euch günstige Münzen kaufen, die auch sehr schnell rumkommen. Mit dem Rabattcode MaxGamerTV bekommt ihr 6% auf eure Münzen und 8% bekommt ihr sowieso wegen dem Team of the Season Bonus. Momentan sind 4 in den Packs und zwar Super League, Rest der Welt, Serie A und Ligue 1. Lohnt sich also auch richtig heftig. Und Instagram, Twitter sind da auch. Und jetzt gehen wir ins Training. Ich sollte leiser reden, weil für meinen Hals ist das gar nicht gut, was ich hier gerade mache. Ja, Dembélé steigt in 3 Steps. Jetzt muss ich fast schon wieder husten. Aber läuft. Unsere erste Berufung des türkischen Nationalkaders. Und ihr seht hier schon, ich habe da vielleicht ein paar kleine Änderungen vorgenommen, aber nichts zu krasses. Ich habe hier einmal 2 Verteidiger rausgepackt und dafür Topal reingebracht. Und Mevlüt Erdinç und Ekici habe ich auch noch reingebracht. Den aber für Potu. Genau. Vor dem nächsten Spiel gegen Mainz passen wir natürlich nochmal die Rückennummer an. Ihr habt natürlich recht, bei Dortmund, ja, ist die 12 an die Fans vergeben und wird nicht an die Spieler vergeben. Dementsprechend bekommt Horn die 1 und Weidenfeller, naja, mit der 8, das sehe ich noch nicht ganz so kommen. Die 8 geht, ich weiß noch nicht an wen, Weidenfeller bekommt jetzt einfach mal die, weiß ich nicht, irgendwie 37 oder sowas. Jetzt hat Durm die 12. Oh, das gibt's doch nicht. Sekunde. So, Durm hat jetzt wieder die 37, Dembélé, die von euch oft geforderte Nummer 7 und Stendera deswegen jetzt. Ja, unser Kader ist einfach viel zu krass. Wir müssen diese Spieler auf der Reservebank sitzen, weil, ja, einfach kein Platz wird. Unser Kader ist einfach viel zu krass. Wir müssen diese Spieler auf der Reservebank setzen, weil sonst einfach kein Platz für die da ist. Deswegen heftig, ich gucke mal die Bank an und das ist schon, da sind schon Spieler teilweise dabei, die ich gerne in der Startelf hätte. Beispielsweise in Dembélé, aber in Volland ist einfach in guter Form. Wir brauchen Lukaku vorne drin. Das geht nun mal nicht. Das ist schon irgendwie ziemlich beeindruckend, wie unser Kader momentan da steht. Wir müssen im Sommer zumindest mal ein bisschen ausmisten. Bin gespannt, was mit Dahoud passiert. Vielleicht können wir den verleihen. Stendera genauso, Pulisic eigentlich auch. Bei Bojan und Toprak weiß ich noch nicht. Und bei Durm, mal schauen. Übrigens verdichten sich die Zeichen dafür, dass Toprak auch in Realität zu Dortmund kommt. Aber ihr seht jetzt hier unsere Aufstellung für das Spiel gegen Mainz. Und da springen wir jetzt rein, bevor ich wieder huste. Mainz ist momentan Tabellensechster, für die geht es also noch um was, das hat man gegen Bayern nicht gesehen, 0:5 auch gegen Darmstadt mit 3:1 spielen, mit Mali und Cordoba vorne drin, Muto, Baumgartlinger nur auf der Bank, nach 20 Minuten noch nichts passiert hier in dieser Partie, dann das 1:0 durch Lukaku und genauso wollen wir das auch sehen, Volland mit der gelben Karte, wie geht's weiter, Baumgartlinger und ja, Ben Yedder kommt rein, Donati kommt für den verletzten Bell, Reus markiert das 2:0, dementsprechend 2 Tore für was natürlich schön ist, Bender für Castro, Mustafi trifft mal. Auch eine sehr nice Geschichte. 3:0. Dabei bleibt. Wir holen 3 Punkte. Gewinnen 2:0. Horn. Erstmals ohne Gegentor. Herrlich. Meine Stimme muss sich so kratzig anhören. Das ist nicht mehr normal. Aber das hält uns nicht vom Training ab. Und schon gar nicht vom Aufnehmen. Volland steigt in 2 Stats. Und ansonsten haben wir B, 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 C, D, 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 B, C. Ja. Übrigens ist City-Talent Thierry Ambrose anscheinend richtig gut drauf. Und könnte vielleicht für die Zukunft auch irgendwann ein interessanter Mann für uns werden. Ist ein Youngster, ist ein Talent. Mal schauen. Wir spielen gegen Augsburg, da greift eigentlich wieder Never Change a Winning Tier. Ich mach's trotzdem. Castro geht raus, Dahoud kommt rein. Und das bringt uns vielleicht richtig weiter. Allerdings kommt der nochmal so, weil Özyakup eher Sechser spielen kann. Und dann springen wir rein.
Das wird so ein Auftrag, das zu cutten. Die Form übrigens Niederlage, unentschieden Sieg. Unentschieden gegen Bayer ist nicht schlecht. Auswärts immer so eine Sache. Es wird so ein Auftrag, das zu cutten, weil ich immer zwischendurch huste, beziehungsweise am Ende huste. Und das muss ich dann immer erkennen und wegschneiden. So, Lukaku trifft schon wieder. Das ist herrlich. Genauso, weil ich das... Ja, Altintop. Kommt da noch was? Özyakub kriegt die gelbe Karte, der Landsmann. Lukaku, Doppelpack. Es ist herrlich. Ich hab doch gesagt, das wird funktionieren, sobald er einmal getroffen hat. Passler kommt für Oxford. Lukaku mit dem Hattrick. Alles klar. Wenn es weiter nichts ist. So, Hannover spielt 1-1. Hamburg spielt 1-1. Wolfsburg gewinnt 2-0. Hertha gewinnt 2-0. Und wir schon wieder mit 3 Toren. Herrlich. Es ist soweit. Die türkische Nationalmannschaft und unsere ersten Spiele mit den Jungs. Das ist die Aufstellung, der ich in mein erstes Spiel als türkischer Nationaltrainer gehe. Kivrak, Aziz, Toprak, Gönül, Erkin, Özyakup, Inan, Töre, Ekici, Turan und Burak Yilmaz. Ja, auf der Bank haben wir keinen Innenverteidiger, aber Topal kann das. Ja, zumindest von der Größe her, glaube ich. Ja, 1,87 reicht mir. Und wir gehen rein. Heimspiel gegen zuletzt ausgeglichene Schotten. Davor Niederlage gegen Australien. Das heißt, für uns sollte es einfach ein leichter Sieg werden normalerweise. Die spielen in der gleichen Formation. Mal sehen, wie das hier laufen wird. Vorne mit McCormack und Nathan ist, die man vielleicht kennt. Bryson kann man auch kennen. Fraser eigentlich auch. Inan macht das 1-0. Das erste Tor für mich. Hat doch die erste gelbe Karte für mich als Trainer bekommen. Aber so eine Rechte an Özyakup macht das, was er auch bei Borussia bei uns macht. Töre mit dem 3-0. Das läuft hier ja richtig heftig. Tosun kommt für Yilmaz. Fraser noch mit dem 3-1. Ja, Ehrentreffer ist in Ordnung. Erdic kommt für Gönül. Stürmer für Rechtsverteidiger bei 3-1 Führung. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber Tosun macht noch das 4-1. Und damit endet unser erstes Spiel als türkischer Nationaltrainer direkt mal mit einem Kantersieg. So, jetzt habe ich gerade nicht herrlich gesagt. Dementsprechend können wir trainieren. Und ja, die Ergebnisse sind ordentlich. Oxford klettert hoch bis an die 72 ganz nah ran. Dembele und Paslak trainiere ich jetzt, genau wie Horn. Paslak und Horn muss ich jetzt etablieren. Volland eventuell dafür rauskicken und noch irgendjemanden, weil ich Oxford weiter trainieren möchte. Aber Paslak ist in FIFA, ehrlich gesagt, noch deutlich schlechter als in Realität, wenn man sich die Leistungsdaten bei dem in der A-Jugend mal anguckt. Ne? Unnormal krank, der Junge. Wir rotieren vor unserem Spiel gegen Schweden, die zuletzt gegen Rumänien verloren und gegen Portugal unentschieden gespielt haben. Und Zulu kriegt direkt nach einer Minute die gelbe Karte. Herrlich. Da war schon wieder. Mann. Übrigens, wenn sich Spieler verletzen, darauf müssen wir bei Dortmund auch achten. Die können extrem vom Rating runtergehen. Bei mir hat sich Donnarumma, okay, ist 18, am Saisonende verletzt in meiner simulierten Karriere mit Real. Hatte 82, ist, ich glaube, 2 Monate ausgefallen. Und, naja, hatte dann noch 78. Frei verletzt sich, wir schießen irgendwie kein Tor. Doch, jetzt, Çalhanoğlu, unser potenzieller Neuzugang. Da wart ihr euch nicht ganz einig. Manche haben gesagt, ist nice. Manche haben gesagt, abwarten. Ich werde auch abwarten. Aber hier beschert uns erstmal eine Sieg. Und genau das ist das, was ich von ihm sehen will. Freunde der Sonne, dieser Husten ist echt unnormal nervig. Und, Oxford steigt auf 73. Nee, 72. Trotz einem F. Passlag mit einem A. So wollen wir das sehen. Joan Rimon möchte seinen Vertrag auflösen. Schauen wir uns den mal an. Ja gut, Potenzial hat er, ne? Aber kein Rating. Trotzdem holen wir ihn, weil er sieht eigentlich echt stark aus. Und naja, okay, er ist 17. Ich kann verstehen, dass er aus der Jugendmannschaft raus will. Schnell ist er eigentlich auch schon recht für einen Jugendspieler. Geht also. Und damit wird Joan Rimon unser erster Jugendspieler, den wir selbst gefunden haben. Toprak möchte weg. Der möchte sich wirklich nicht beliebt machen. Ach, guck mal. Paslak möchte spielen. Lassen wir ihn. Vor dem Derby können wir sowieso mal ein bisschen Rotation vertragen, deswegen machen wir einfach einmal komplett, abgesehen vom Torwart. Ja, Horn, tut mir leid, Sokratis, Toprak, Passlager auf rechts, dann Durm, Castro, Bojan im zentralen Mittelfeld, wird schon irgendwie funktionieren. Dembele, Ben Yedda, Origi und Lukaku, der als einziger so wirklich drin bleibt aus der, Spieler-Elf. Torwart zähle ich jetzt auch nicht mehr. Zuletzt ein Sieg gegen Hannover 3-0, das ist realistisch, 1-3 gegen Bayern und 0-0 gegen Mainz. Irgendwie spielen die alle Sieg und entschieden Niederlage, habe ich das Gefühl. Sokratis kriegt gelb und Lukaku natürlich mit dem 1-0, wer auch sonst, genau deswegen spielt der Junge ja auch. So, 35 Minuten durch, ansonsten passiert hier noch nicht so wirklich viel auf den anderen Plätzen. Führt Hamburg gegen Hannover, jetzt kommt Bartels und macht den Ausgleichstreffer. Sokratis fliegt mit gelb-rot vom Platz. Das nenne ich Übermotivation, Paslak fliegt mit rot vom Platz. Das nenne ich doppelte Übermotivation, der sollte nämlich eigentlich auch im Derby spielen. So wird das nicht, aber Özyakup kommt rein und Özyakup macht den Siegtreffer, ist das geil, herrlich. Deswegen trainiere ich die Türkei, damit der Typ noch mehr Sympathien für mich hegt. Und ich ja für ihn auch. Paslak hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Danke, dass sie mich eingesetzt haben. Ich war in guter Form. Ja, jetzt nicht mehr. Und Sokratis erst recht. Trainieren wird er trotzdem und ich verzeihe ihm das auch mehr als Sokratis, weil dem darf sowas eigentlich nicht passieren. Wieder ein A. Er zahlt es mir zurück, ist in Ordnung. Und ansonsten, wir haben alles dabei. A, B, C, D, F. Warum gibt es eigentlich kein E? Ui, ui, ui. Die Pressekonferenz vor dem Match gegen den FC Schalke 04. Und wir machen das, was mir gefällt, und zwar verunsichern wir den Hunter.
Für Herne West läuft die Saison alles andere als erfreulich. Die sind immerhin ganze 32 Punkte hinter uns. Und wir haben mittlerweile übrigens 13 Punkte auf die Bayern. Auch ganz geil. Dazu haben die nur den 10. Tabellenplatz inne. Was natürlich total beschissen ist. Können mit einem Sieg zumindest auf Platz 8 theoretisch vorrücken, wenn die anderen mitspielen. Aber das wollen wir natürlich gar nicht zulassen. Und deswegen gehen wir jetzt rein. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wunderschönstes Wetter, das Dach der Felddienst-Arena kann offen bleiben und wir sind zu Gast beim FC Schalke 04. Eine ganz wichtige Partie für uns, für unsere Fans und vor allem können wir natürlich ganz, ganz viel schon entscheiden. 13 Punkte auf die Bayern und mit einem Sieg wäre das heute eine relativ safe Sache mit der Meisterschaft. Hier sehen wir das nochmal in der Tabelle. Wenn wir jetzt tatsächlich gewinnen sollten, haben wir 13 Punkte Vorsprung und das Ganze nur 5 Spieltage vor Schluss. Das heißt, dann reicht uns noch ein Patzer der Bayern und wir sind tatsächlich Meister. Das Ganze beruht natürlich auf unserer Abwehr. Wir haben die beste der Liga mit 16 Gegentreffern. Da sieht man Schalke nicht. Schalke mit Fährmann, Uchida, Hövedes, Martip, Dumm. Auf der Verteidigerposition, keine Ahnung, wer das ist. Dann noch mit Johannes Geis, Goretzka, Choupo-Moting, Max Meyer, Sidney Sam und Klaas-Jan The Hunter Hüntelaar. Die Fans peitschen sie nach vorne, viel bringen wird ihnen das hoffentlich nicht. Auf unserer Seite spielen wir mit Horn im Kasten, davor Piszczek, Mustafi, Oxford, Rodriguez, Özyakub und Bender auf der Doppel-6, Volland zusammen mit Kagawa und Reus vorne und Romelu Lukaku als einzige Spitze. Der Kapitän ist, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe gerade schon gesehen, es ist leider Gottes nicht Piszczek, habe ich irgendwie falsch eingestellt. Bei Schalke ist es Hövedes, aber das wird seiner Mannschaft hoffentlich auch nicht großartig weiterhelfen, genauso wenig wie die Fans. Der Trainer ist an, ich weiß nicht warum. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist heute da, nicht so wie letzte Episode und wir springen rein. Übrigens vorab nochmal für alle, ich spiele hier auf Legende. Dafür, dass ich das Spiel beherrsche, ja, weil ich nur Karrieremodi auf Legende spiele und unverhältnis viele Karrieremodi spiele, dafür kann ich so gesehen schon was, aber dafür kann ich nichts, dass euch das komisch vorkommt. Dementsprechend macht euch da keinen Kopf, ich spiele wirklich auf Legende. Da ist Marco Reus. Erstmals auf der linken Außenbahn, wird von Uchida aber abgedrängt. Wieder Marco Reus, diesmal wieder auf der linken Außenbahn und er ist schneller. Die Flanke zurück, da ist Lukaku, aber der kommt nicht ran. War nicht so gut gelaufen. Die erste gefährliche Aktion der Schalker. Abseits vor dem 1:0. Max Meyers Tor zählt nicht. Aber das einmal unaufmerksam. Mein Hals will schon wieder nicht. Und da hätte es fast 1:0 gestanden. Also ganz, ganz knappe Geschichte. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Es war nicht mal abseits. Ganz viel Glück für uns. Lukaku auf Volland. Wunderbar gespielt, Kevin. Volland auf der anderen Seite. Jetzt hat Schalke geübt. Das war nämlich definitiv ein Rückpass. Kontergelegenheit über Sven Bender. Da kommt Martip hinterher. Und der ist normalerweise schneller als unser deutscher Sechser. Auch in diesem Fall. Aber wir behalten den Ball. Flanken den rein. Es tut mir leid, ich muss husten, es geht nicht anders. Rodriguez mit dem Freistoß, der kommt in die Mitte, Mustafi kommt nicht ran. Gibt es einen Eckball? Gibt es einen Eckball? Ja, es gibt ihn. Und den nehmen wir doch einfach mal mit Marco Reus. 30 Minuten rum, ich sehe wieder Oxford, den peile ich an, den treffe ich auch Oxford. Sehr schöner Kopfball, leider nicht das 1:0. Bender auf Volland, es ist deine Chance, ein Held zu sein. Kannst du zumindest werden, die Flanke, das war doch Hand. Nochmal, das ist wieder Volland. Nochmal Volland, wieder auf der Außenbahn. Mal sehen, was er daraus jetzt bewirken kann. Ball in die Mitte auf Kagawa. Kagawa! Fährmann, das ist schon wieder so eine kranke Parade, die gegen uns passiert. Davon haben wir schon einige gehabt. Reus mit der Balleroberung im gegnerischen 16er, muss ihn nur nach hinten legen. Und dann geht Martip dazu. Halbzeit in der Felddienst-Arena, noch 0:0, schwache Anfangsphase, wo Schalke in Führung hätte gehen können, müssen nach diesem vermeintlichen Abseitstor, aber danach waren wir die stärkere Mannschaft und wir ja, knuspern hier an der Führung so langsam. Mir persönlich spielt Kagawa zu unauffällig, deswegen wird es jetzt den ersten Wechsel geben und Ousmane Dembélé kommt in seinem ersten Derby zum Einsatz, Reus geht auf die 10 und unser Flügelflitzer geht nach links außen, mal sehen, was der bewirken kann. Oh, setzt sich hier gleich mal wunderbar durch. Jetzt ist noch Johannes Geis im Weg. Und er holt immer mal eine Ecke raus mit seiner ersten Aktion. Die nehmen wir gerne mit. Die Flanke von Marco Reus. Da steht Oxford. Der kommt wieder mal nicht an den Ball ran. Ja, das war wieder ein Handspiel. Aber das gibt es ja hier im Karrieremodus nicht. Volland jetzt. Noch abgelaufen. Aber vielleicht kann er sich auf einen starken Linken legen. Ja, die Flanke. Dembélé, das wäre es natürlich jetzt gewesen. Scheiß mal drauf, dass es hier potenziell darum geht, die Meisterschaft zu gewinnen. Wir wollen den Derby-Sieg. Sascha Dumm geht raus. Nastasic kommt rein. Und bei uns... Ja, geht auch jemand runter und zwar voll und der Derby-Held kommt rein. Christian Pulisic. Vielleicht kann er es wieder machen, obwohl er in schlechter Form ist.
Und jetzt wieder Ousmane Dembélé. Das war schon wieder gerade klasse, wie er sich durchsetzt. Und dann kommt er doch ins Straucheln. Jetzt die riesige Chance für Klaas-Jan Huntelaar. Wer war dazwischen? War das Mustafi oder war das... Ich habe keine Ahnung, wer es war. Aber irgendjemand hat uns gerade tierisch den Arsch gerettet. Schauen wir uns nochmal an. War es meine geniale Grätsche mit Mustafi? Ja, war sie. Gott sei Dank. Letztes Register wird gezogen. Für Reus kommt Ben Yedder rein. Momentan geht bei uns aber offensiv gar nichts. Wir müssen ja defensiv aufpassen, dass da nicht noch was passiert. Sydney Sams, Flanke, aber Karius ist da. Vielleicht jetzt mal... Natürlich darf ich keinen schnellen Konter einleiten, weil natürlich muss voll gepfiffen werden. Ganz Dortmund nach vorne. Totale Offensive. Mir reicht kein Unentschieden. Ich will diesen scheiß Derby-Sieg. Und das würde mir jetzt vielleicht hier zum Verhängnis. Nein, weil Reece Oxford klasse dazwischen geht. Und jetzt vielleicht doch mal die Gelegenheit. Über den Ball nach außen. Aber der kommt wieder viel zu lang. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel gerade los ist. Das ist wie Momentum. Bei mir gegen Offensiv die letzten 20 Minuten absolut nichts. Und Schalke kommt an jeden Ball. Und das war's. Leider Gottes reicht es nicht für einen Sieg. Das letzte Mal war es ein later Matchwinner oder ein später Matchwinner mit Christian Pulisic. Diesmal freuen sich hier die Schalker und das leider Gottes auch verdient, denn wie gesagt, die letzten 20 Minuten gelangen mir absolut nichts. Ich bin hier nach vorne gekommen, das lag am FIFA gelegen haben, aber im Endeffekt reicht es dann auch nicht für einen Sieg. Horn bleibt wieder zu null, aber leider trifft auch vorne bei uns keiner. Mich ärgert das tierisch. Ich bin gerade schon ein bisschen sauer, weil ich das wieder nicht nachvollziehen kann. In der ersten Halbzeit so überlegen, die zweite Halbzeit auch. Und dann so ein Bruch im Spiel und plötzlich war Schalke die viel überlegenere Mannschaft, die Ballsicherheit plötzlich hatte bis zum geht nicht mehr und bei uns gelang gar nichts mehr. Ist halt Momentum, ist halt FIFA leider Gottes. Die anderen Spieler, Hannover verliert 3-0 gegen Hertha, ist wahrscheinlich schon abgestiegen. Hamburg ja, gewinnt 3-0 gegen Darmstadt, 2-2 zwischen Bremen und Augsburg und Leverkusen gewinnt das Derby gegen Köln. Hätten wir auch gerne auswärts gemacht. Jetzt kommt es schon so weit, dass Park Joho sich beschwert, dass er nicht spielt. Ich glaube, es hakt. Wir gucken auf die Tabelle und wir sehen, wir können im nächsten Spiel Meister werden. Vielleicht ist es dann schon soweit. Momentan trennen uns 13 Punkte vom FC Bayern München und die sind noch einholbar. Wenn wir alles verlieren und Bayern alles gewinnt, werden wir dann dieses nächste Spiel gewinnen oder unentschieden spielen. Ja, bei unentschieden 71, 80, nee, wir müssen gewinnen. Aber dann sind wir nicht mehr einholbar. Das heißt, wir können nächste Episode die Meisterschaft feiern. Und ich hoffe, das machen wir auch. Ich bin gespannt. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür meinen Effort hier. Trotz meiner unfassbar schlechten Stimme und Verfassung. Trotzdem Video aufzunehmen, habe ich aber gerne gemacht, weil es hat Spaß gemacht. Leider Gottes kommen wir sie mit dem Derby-Sieg krönen. Aber das soll jetzt mal ja nicht der Hauptaspekt dieser Episode gewesen sein. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Und ciao.